Hallo zu einer neuen Folge. Ich nenne sie einfach mal Pickups on Tour. Ich war beruflich unterwegs in Deutschland. Jetzt über 5 Wochen hinaus habe ich eine Promotion-Tour für die Rügenwalder Mühle gemacht. Ich habe mit einem VR-Spiel in Märkten gestanden. Vielleicht habt ihr mich gesehen, sei es wenn ihr aus Köln, Bergisch Gladbach, Mainz oder wo war ich noch, Braunschweig kommt, habt ihr mich vielleicht im Markt gesehen. Da habe ich mit einem VR-Spiel halt eine Promotion gemacht. Und da ich aus Hamburg komme, sozusagen aus dem Bereich, habe ich auch die Gelegenheit genutzt, ja, 2 Freunde zu besuchen, die unten sozusagen von mir aus gesehen im südlichen Raum von Deutschland wohnen. Und ich habe mir einiges mitgebracht oder ich habe einiges, ja, mitgenommen, kann man ja so sagen. Und so ein paar Neuheiten. Und ich fange mit was ganz Simplem an. Ich will gerade, bevor ich auf die Leute eingehe, die ich getroffen habe, ich war auch ja, an 2 Märkten, wo auch 2 Smith-Toys-Läden standen. Und da habe ich natürlich auch geguckt und ich habe auch gesehen, die haben ein paar Figuren, die mich interessieren. Also das erste, was ich mir mitgebracht habe von dieser Tour, war aus den Smith Toys, oder ich zeige das als erstes, da ist zum einen Ahsoka Thanos, Ahsoka Tano, die Star Wars Mandalorian Figur, oder wie sie in der Mandalorian Serie aussieht, sieht richtig cool aus, finde ich, diese Figur. Das ist ja die Folge aus der ersten Staffel, wo ja, Grogu seinen Namen kriegt, wenn man so will. Wow, wie schnell das einstopft. Uncut. Ich habe es jetzt ein paar Tage hier schon stehen, deswegen, aber die sieht richtig gut getroffen aus. Also, richtig klasse. Und ja, das war das Erste, was ich mitgenommen habe, weil es so klassisch wirklich in diesem alten Kenner-Toy-Style von den 80er Jahren, wo ich mit aufgewachsen bin, und die coolen Figuren, die muss man sich, oder muss ich mir ja wiederholen. Oder jetzt holen, sagen wir es mal so rum. So, und dann habe ich 3 Transformers-Figuren gefunden, beziehungsweise die erste jetzt noch von dem Smith Toys, wo ich jetzt die Star Wars-Figur mitgenommen habe. Die hat mich über 18 Euro gekostet, war da ein bisschen herabgesetzt, aber es ist, glaube ich, nur 99 Cent gewesen. Gerade im Angebot für 24 Euro ist aber auch eigentlich sozusagen der Normalpreis. Einmal Skits in dieser Legacy-Edition. Hat jetzt so ein offenes Fenster, ist total, ja, auch so gewinkelt. Ist zwar ein geiles Artwork. Auch hier vorne in sozusagen Automodus. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, diese offenen Fenster, weil man jetzt Plastik sparen will, finde ich nicht so doll. Ich werde mir eine Schutzhülle drum basteln müssen. Sieht wirklich natürlich, oder sieht wirklich komisch dann aus. Weil man kann auch nichts oben drauf legen. Das ist also, das hat man ja teilweise gemacht, dass ich sie mir auch übereinander gestellt habe. Bisschen komisch ist das schon irgendwie. Aber die Figur sieht wirklich klasse aus. Darum ging es mir auch hauptsächlich. Sie ist sehr an die G1-Figur ja, ausgerichtet. Finde ich richtig klasse. Und das war ja, mein erstes Pickup sozusagen. Dann bei einem zweiten Smith Toys 2 weitere Transformers-Figuren aus der gleichen Wave sozusagen. Auch eine Figur, die ich richtig geil finde. Und zwar Kickback, einer der Insecticons. Auch hier richtig gut getroffen mit Artwork. Und auch hier hinten, wie er sich verwandelt. Richtig toll. Gefällt mir richtig gut. Hat richtig, oder sie haben richtig das klassische Design eingefangen. Ich hoffe natürlich, dass noch diese, ja, dass noch seine beiden Kameraden ja, hinzukommen sozusagen. Und, Scrapple und Bombshell. Das wäre echt klasse. Bisschen seltsam immer diese Verpackung, man denkt immer irgendwas ist zerknickt, aber es ist nicht der Fall. Wie gesagt, auch offenes Fenster und ihr seht das, man kann es ja gar nicht wirklich stapeln. Aber richtig cool geworden. So, und den dritten oder dritte Figur im Bunde aus der Wave, die mir wirklich sehr gut gefallen hat, die ich auch unbedingt haben wollte, ist Dragstrip, einer der Stunticons. Hier auch ein schönes Artwork, so ein richtiger Rennwagen. Richtig kultige Figur. Diese, ja, wie soll ich sagen, ist einer von den Stunticons. Die Stunticons sind eigentlich ein Team aus 5
Fahrzeugen, die sich auch in einen großen verwandeln können. Da kommt definitiv auch, ja, kommt der Rest auch noch. Bisher ist der Haupt, ja, der Anführer, Motormaster, so ein schöner Truck im Style von Optimus Prime, bereits angekündigt. Ich glaube, in Amerika kann man ihn wohl auch schon erwerben. Ich habe schon Bilder gesehen, aber ich bin mir da mal nicht so ganz so sicher. Manchmal weiß man das auch gar nicht, wie es, ob die wirklich schon draußen sind oder ob das irgendwelche Promo-Vergaben sind, Verwerbung und so. Auf jeden Fall ist der Motormaster schon angekündigt. Ich habe auch schon Bilder gesehen, sieht richtig cool aus, auch als ja, Combiner. Sie können sich alle in einen großen verwandeln. Sieht ja richtig gut aus. Und auch einer der weiteren Fahrzeuge, es sind dann vier Autos und ein Truck. Der, ich glaube, Wild Rider, einer der Figuren, ist auch schon draußen. Hier steht auch eins auf 5, um Menacer zu bauen. Und der wird auch kommen, sieht auch richtig gut aus. Und ja, das waren sozusagen meine ersten Käufe auf dieser Tour, auf dieser Pickup-Tour. Ja, und dann habe ich zwei Freunde besucht, die ich auch gleich hier schön in diesem Rahmen grüße. Zum einen, ich fange mal an, den ich als zweites besucht habe, um die Sachen einfach zu zeigen, die ich, ja, um zu zeigen, was wir getauscht haben. Ich habe Sachen mitgebracht und sie haben mir Sachen gegeben. Das meiste waren eigentlich dann so, dass wir so einfach uns das gegenseitig in dem Sinne fast alles geschenkt haben. Irgendwie, es ergab sich so, man hat einfach die Sachen ausgetauscht. Und dafür bedanke ich mich ganz herzlich bei euch beiden. Und zum Ersten möchte ich dem Bürgermeister, dem Flo, danken. Den habe ich besucht und auch seiner Familie. Das war sehr lecker. Wir haben da zusammen gegessen. Das war echt toll. Und ja, ich habe seine Sammlung begutachten können. War echt eine großartige Retro-Toy-Sammlung. Wahnsinn. Von Mass über Dino Riders, Masters. Das war echt eindrucksvoll. Und auch Transformers, mein Favorite natürlich, hatte eine Riesensammlung. Ja, und wir kommen ins Gespräch, man tauscht sich aus und so ein paar Kleinigkeiten hat er mir dann geschenkt und ja, das möchte ich euch einfach zeigen. Mache ich den Anfang mit zwei ganz einfachen Sachen und zwar zwei Trading Card Boxen oder Booster Packs, sage ich mal, von Tomb Raider. Das ist so ein Card Game sozusagen, so ein, ja, wo man eben, ja, so ein Action-Card-Game kann man so sagen. Wo muss man Sammelbilder sammeln? Im Endeffekt auch ähnlich wie Magic, Yu-Gi-Oh! Und diese Sachen, um so ganz einfach zu verdeutlichen. Auf jeden Fall sehr schöne Booster-Packs, die bleiben auch so in der Box. Waren echt toll, haben mich echt begeistert. Ja, dann ging es weiter. Er hat mir dann noch eine Videokassette geschenkt als Transformers-Fan. Die hatte er da über. Die Kassettenhülle ist leider beschädigt, aber das macht es nicht. Das Artwork ist klasse. Das ist jetzt Transformers, die Wiedergeburt, erster Teil. Schön, ein klassisches G1-Artwork drauf. Und es ist der erste Teil der vierten Staffel. Hier könnt ihr noch sehen, es ist noch ein anderes englisches Artwork. Das ist von einem Puzzle, das Originalmotiv eigentlich. Auf jeden Fall ist das eine schöne Erinnerung. Ich habe die früher in meiner Kindheit auch gehabt, dann habe ich sie mir irgendwann verkauft. Und es ist hier nichts weiter drin als die Kassette. Aber und die Hülle, ja, das ist eben halt so. Das Plastik ist porös und spröde geworden, weil es eben alt ist. Ja, aber nichtsdestotrotz macht es etwas Schönes her, wenn man es so ins Regal stellt. Ja, was habe ich dann noch von ihm bekommen? In einer CD-Hülle habe ich das jetzt hier gepackt. Ich packe das mal vorsichtig aus, bevor es gleich genauer zeigt. So, das noch nicht. Er hat mir, die ist schon auseinandergefallen, deswegen kann ich euch auch gleich die Bilder zeigen, eine, ja, Stickertüte geschenkt von Mask. Richtig cool sieht das aus. Die ist aber so trocken, dass mir die Sticker rausgefallen sind. Somit habe ich die Möglichkeit, euch die zu zeigen. Das ist so ein, ja, ähnlich wie unsere Panini-Alben, vermute ich mal. Genau weiß ich es auch nicht, aber sieht nicht schlecht aus. Es ist ein bisschen matter, der Aufdruck von Chromi, wie auch immer. Hier sieht man auch so ein Maskenbild. Hier so ein Bild aus einer Episode mit Scott Tracker und T-Bob. Hier, ich glaube, von Brusato, ein Maskenbild.
auch mit der Nummer vorne. Das ist eine ganz ungewöhnliche Art von Stickern. Es sind wohl 4 Stück nur drin gewesen. Und hier haben wir ein Artwork von, ich vermute mal, Matt Tracker, dem Anführer von Mask. Das ist aber auch selbst, ist bezüglich wohl von dieser Serie gezeichnet worden. So, und hier haben wir nochmal schönes Aufkleberchen vom Bürgermeister, was er mir auch geschenkt hat, um es nochmal zu zeigen. Sein Kanalbild als toller Aufkleber. Ja, das lässt sich sehen. Und dann, ja, gab es noch eine Sache, eine wirklich ein Highlight für meine Sammlung dann auch. Da bin ich ihm sehr dankbar, dass er mir überlassen hat. Aber als erstes zeige ich euch, was er mir so als Gag gegeben hat. Er hat einen riesen CD-Lot aufgekauft von Nintendo GameCube Spielen. Von Nintendo GameCube Spielen. Und da war zigmal Soul Calibur 2 war das dabei. Dabei, ja, in dem Slot dabei, und da hat er mir einmal geschenkt. Finde ich super geile Geste von dir. Ist irgendwie lustig. War auch ein Running Gag bei uns in der WhatsApp-Gruppe. Ja, und dann hat er mir ein Highlight geschenkt für meine Sammlung, was die Verfolger meines Kanals ja auch wissen. Ich bin ein Baphomets Fluchsammler, auch wenn ich das große Special, in dem ich nochmal meine Sammlung wirklich explizit zeige, in Bezug auf die Boxen, die ich habe. Ich habe es jedenfalls mehrfach erwähnt, und eine Promo hatte er, eine PlayStation 2 Promo, die mir noch fehlte. Ich habe nur eine englische gehabt, keine deutsche. Es war Baphomets Fluch, der schlafende Drache. Das ist der dritte Teil. Das ist jetzt die deutsche Promo. Da bin ich ihm sehr, sehr dankbar, dass er sie mir sozusagen überlassen hat aus seiner Sammlung. Und die wird auch in Ehren gehalten. Ich packe jetzt erstmal das Zollkeller hier erstmal wieder rein. Also da bin ich ihm wirklich sehr, sehr dankbar, und das bereichert meine Baphomets Fluch-Sammlung sehr. Damit habe ich eine echt sehr große Sammlung von dem, was, naja, sehr groß ist relativ, aber von dem, was in Deutschland erschienen ist, habe ich damit fast alles, und da bin ich sehr, sehr stolz drauf. Deswegen, das werde ich euch eines Tages nochmal zeigen. Ja, also wie gesagt, das war meine Fahrt zu dem netten Flo, zum Bürgermeister. Da, ja, und davor habe ich einen anderen sehr guten Freund besucht, und wir haben, ja, der wohnte nicht allzu weit weg. Das war der Vorteil, dass ich da, ja, zu Gast war. Überhaupt war es sehr praktisch. Ich war beruflich eben halt ja unten in Süddeutschland, von mir aus gesehen. Und ausgerechnet war da ein Feiertag, der Frohen Leichnam. Und ich musste sozusagen meine Arbeit pausieren. Das kannte ich jetzt hier oben nicht, weil wir im Norden haben diesen Feiertag nicht. Den gibt es da nicht. Aber wie dem auch sei. Und dann habe ich mir gedacht, ich habe Tag frei. War nicht in meinem Hotel, war nicht allzu weit weg. Also habe ich die beiden besucht. Wie gesagt, den Bürgermeister als zweites, aber davor habe ich einen schönen Vormittag und einen schönen Kaffee genossen mit Manuel von Sammlerschutzhüllen.de. Ja, wir haben auch sehr viel Informationen ausgetauscht und unsere Sammlung, ja, bequatscht sozusagen. Er sammelt ja auch sehr viel Promos, und er hat auch einen großartigen Instagram-Kanal, wo auch immer seine Pickups zeigt. Ich werde das alles mal, also die beiden Kanäle vom Bürgermeister und auch von Manuel, in die Videobeschreibung packen. Da könnt ihr dann sehen, Manuel ist hauptsächlich auf Instagram aktiv, auf Twitch jetzt aktuell noch neu, aber Instagram am meisten. Und der Bürgermeister hat ja auch einen YouTube-Kanal, den verlinke ich für euch. Jedenfalls, ich habe auch dem Manuel eine ganze Menge an Stuff mitgebracht, was in seiner Sammlung sehr viel, ja, also guten Platz findet einfach, was ich nicht mehr brauchte, gerade an Promomaterial, was ich auch durch meine Review-Arbeit bekommen habe. Naja, und wir haben uns mit einem schönen Kaffee, und dann haben wir eine schöne Waffel gegessen mit schönem Quark, mit Himbeerquark, wenn ich das mich richtig erinnere. Es war richtig angenehm, es war sehr warm auch an dem Tag, und ja, wir haben viel gequatscht, und er hat mir dann so ein paar Sachen in die Hand gedrückt, und ich habe sogar gerade gemerkt, ich habe sogar zwei Sachen vergessen. Das heißt, bevor ich euch alles präsentiere, werde ich gleich nochmal einen kleinen Cut machen und die letzten zwei Teile holen, die ich jetzt eben vergessen habe. So, den Anfang macht einfach etwas, was ich kurz zeige, aber doch nicht zeige, nur erwähne, weil das wird ein eigenes Video bekommen. Und zwar hat er mir eine, ja, nicht eine volle Kiste, aber diese Box voll mit 80er Jahre Videothekenplakate, also Kinofilmplakate, aber die Videothekenversion geschenkt. Da sind echte Klassiker dabei, großartige Bilder, und die zeige ich euch nochmal im Einzelnen in einem eigenen Video.
weil das ist einfach etwas, was jetzt hier, glaube ich, ja, das macht es einfach zu lang und ich möchte das wirklich auf ein einzelnes Poster-Video sozusagen dann beschränken. So, aber er hat mir dann auch noch so ein paar Gimmicks gegeben aus der Sammlung, so ein paar Werbegimmicks, die es gab. Den Anfang mache ich jetzt einfach, ich rolle es nicht aus, ich werde versuchen, ein Bild einzublenden. Das ist das Promo-Poster von Final Fantasy VII Remake. Ich glaube, das gab es bei GameStop oder so. Vielleicht auch. Auf jeden Fall ist das ein Promo-Poster. Ein wunderschönes Motiv. Ich hoffe, ich finde es im Netz, dass ich euch ein Bild hier zeigen kann. Auf jeden Fall ist das sehr, sehr hübsch. Ich will es noch nicht mehr auspacken. Und dann hat er mir von Tomb Raider einen Fahrradsattel. Eine Fahrradsattelabdeckung geschenkt. Auch sehr, sehr großartig. Ist ein netter Gag. Ja, braucht eigentlich kein Mensch. Aber ist ganz lustig. Hier steht auch Xbox, PC und PlayStation 4 drauf. Von Shadow of the Tomb Raider. Ja, was es nicht alles gibt. Was ich wesentlich genialer finde, was er mir von Tomb Raider geschenkt hat, sind ja Aufnäher. Richtig geniale Motive hier. Get a Grip. Und ach, dieses schöne Motiv, das kann man sich an Jacken rannähen. Richtig klasse sieht das aus. Wahnsinn. Bin richtig begeistert davon. Ja, und dann hat er mir noch geschenkt die Vorbestellerbox von Assassin's Creed Valhalla. Inklusive Bonusmissionen, der Weg des Berserkers, Lithografie und Wendeposter. Also kurz gesagt ist da ein Poster, eine Lithografie, eine Grafik dabei und eine kurze Mission, die man mit, also ein Digitalcode. Ich zeige euch das einfach nochmal. Hier ist die Rückseite, da ist eigentlich die Sache zu finden. Und auch das schöne Cover. Ja, und ist wirklich wunderschön, so eine Vorbestellerbox. Ja, und sieht echt klasse aus. Gefällt mir sehr, sehr gut, irgendwie so in der Sammlung zu haben. Ist halt ein Sammelstück. Andererseits, ja, was hat man nicht alles. So, dann habe ich noch zwei Promos von ihm geschenkt gekriegt. Ich bin auch ein großer One Piece Fan. Werdet ihr auch wissen, wenn ihr meine Pickups verglichen mitgenommen habt oder wie auch immer. Und er hat mir zwei Promos geschenkt. Die sind jetzt, die ist jetzt etwas sealed noch, aber in der zusätzlichen Schutzhülle. Und zwar von Jump Force, von Bandai Namco. Für die Xbox One. Richtig cool. Wir können sehen, hier steht es eben halt Promotional Copy. Ist auch kein Handbuch dabei, obwohl da gibt es natürlich, da gibt es leider keine Handbücher mehr. Ist meistens eine Copy, die unter anderem der Presse zur Verfügung gestellt wird. Ist aber das, oder ist in der Regel das volle Game. Ja, und was er auch mir noch geschenkt hat, die Promo von One Piece World Seeker. Auch richtig klasse, sehr gutes Spiel. Die normale Fassung habe ich und habe auch da schon reingespielt. Ich habe die Promo nicht gehabt, deswegen ich bin völlig begeistert davon, die in meiner Sammlung zu haben. Es gibt da auch kein wirkliches Handbuch. Es ist mit CD in diesem schönen kleinen Case. Absolut klasse. Ja, und dann hat er mir noch zwei schöne Sachen geschenkt, Promo-Sachen. Und da ich sie jetzt hier gerade, als ich alles vorbereitet habe, vergessen habe, mache ich mal kurz einen Break. So, kurz wieder zurück. Die zwei Teile, die ich noch bekommen habe, habe ich inzwischen geholt. Und das ist was echt Tolles. Und zwar zu Dragon Quest 11 müsste das sein. Die Pins oder die Anstecker, richtig cool. Mit allen Charakteren, richtig coole Motive, auch so richtig schön aufgebaut. Ja, richtig, richtig cooles, ja, Motiv kann man so sagen, oder Motive. Und in dem Sinne auch, das ist etwas richtig Geniales und ich bin ja auch, mag ja auch als Manga-Fan Akira Toriyama, der für das Charakterdesign verantwortlich ist, hat er auch noch mir geschenkt dieses Promo-Poster. Richtig cool, es wird auch einen Platz an der Wand finden. Richtig cool ist dieses Toriyama-Motiv und auf der Rückseite auch noch ein richtig schönes Artwork. Hat es mir auch zweimal geschenkt, sodass ich das beidseitig, also von jeder Seite einmal aufhängen kann. Er hatte da noch einige bekommen. Wahnsinn. Richtig schönes Motiv. Absolut klasse. Ja, bin völlig begeistert, weil es ist etwas ganz Besonderes. Ja, und eigentlich
müsste ich fast sagen, das war's schon. Das ist auch eine ganze Menge und ich freue mich, also ja, überhaupt euch beide besucht zu haben. Manuel, ich grüße dich auch und auch deine Frau. Ihr habt ja auch mich willkommen geheißen und auch Flo, deine Frau und deine Familie mit deinen beiden Kindern. Danke ja nochmal, das war echt toll. Ne? Also das war echt eine schöne Sache und ich freue mich auch, euch nochmal zu besuchen. Ihr seid natürlich auch bei mir, meiner kleinen Bude, jederzeit willkommen. Ja, und ich freue mich auch, euch weiter eben halt, dass wir weiter schön so austauschen und ach, was soll's, unser Hobby teilen. Und eine Sache habe ich sogar noch von dem Manuel mitgenommen. Das macht jetzt den Abschluss von diesem kleinen Pickup-on-Tour-Video, nenne ich es. Und zwar habe ich mich mit ihm über Resident Evil unterhalten. Und wir haben natürlich gesprochen, dass ja bald Resident Evil 4 kommen wird. Und auch über die Special Editions. Und dann habe ich gesagt, Mensch, Resident Evil Village fand ich auch sehr, sehr klasse. In diesem Sinne verlinke ich einfach mal meinen Podcast mit Martin Sabel, den Sprecher oder einem der Sprecher aus Resident Evil Village. Und da erfahrt ihr so ein bisschen über die Hintergründe der Entstehung der deutschen Synchro. Sehr, sehr interessant. Er hat Heisenberg, den Bösewicht, gesprochen. Richtig cool. Und er spricht auch noch andere Charaktere im Gaming-Bereich. Aber da erzählt er so ein bisschen was von. Lauscht mal rein. Naja, jedenfalls kam er auf Resident Evil Village zu sprechen. Und ich sagte, Mensch, ich habe irgendwie verpasst, mir die Special Edition zu kaufen für PlayStation 5. Und er sagte, du, ich habe hier noch eine liegen. Komplett neu in der Box. Brauche ich nicht. Mitnehmen. Ich meine, nicht umsonst. Da haben wir wirklich den Preis ausgehandelt, dass der absolut fair war. Ja, und er sagte, nimm mit, die ist absolut neu, PlayStation 5. Ja, sagte ich, nehme ich gerne mit. Ja, und dann habe ich die hier. Jetzt zeige ich sie euch. Versuche mal gerade. Das ist ganz so einfach. Diese Village Box, richtig cool. Ich habe sie noch nicht geöffnet. Ich habe sie jetzt wirklich nur so aus der Box genommen. Und die sieht richtig, richtig klasse aus. Ja, da kommt eine Chris Redfield Statue, eine Artbook, was habe ich denn noch alles? Außerdem Game im Steelbook, ein schönes Poster und was haben wir noch? Steelbook, Chris Redfield Figur, Close Map, also eine Mappe, eine Karte, ein paar Print Artworks und ja. Das ist ganz einfach. Und ja, noch ein Traumapack DLC-Card, also irgendwie ein kleiner DLC ist dann noch dabei. So, ich stelle es hier vorne hin, weil es passt hier nicht auf den Tisch rauf. Wie gesagt, absolut toll. Das war mein größtes Pickup. Da war auch die Situation, wo ich gesagt habe, komm, bevor wir uns einig werden, erst hatte ich überlegt, das mit ihm zu tauschen, aber nicht sofort. Und dann war noch so ein bisschen im Zwiespalt, dachte, ach komm, kann er mir auch zuschicken. Und dann denke ich mir, ich bin mit dem Auto da, mein Auto hat Platz, ich kann es mitnehmen, da sparen wir uns Porto und ich weiß wenigstens, wie es ankommt. Ja, und so sind wir uns einig geworden. Ich habe das mitgebracht, das größte Mitbringsel von dieser Reise. Aber andererseits, ich habe eine ganze Menge mitgebracht und die Sammlung, ja, hat Spaß, oder macht Spaß, sich so zu erweitern. Gerade mit wirklich einzigartigen Stücken, die, ja, bei denen ich dankbar bin, von euch beiden, Flo und Manuel, dass ihr mir die ja, überlassen habt auf eine Art, dass die jetzt in meiner Sammlung sind. Ja. Und mit ein paar Bildern noch von den Pickups sage ich jetzt gleich Tschüss. Ne? Wenn es gefallen hat, ein Like zum Beispiel, ein Abo. Freut mich auch und erzählt mir, was ihr davon gut fandet, was ist so ein Highlight bei euch, was ist das Besondere und kennt ihr einiges davon? Schreibt einfach, was ihr so denkt. Ne? Ich freue mich, diese Kommentare einfach von euch zu lesen. Ansonsten, ja, das war's für dieses Mal. Ne? Wir sehen uns beim nächsten Mal.